Hallo meine Freunde, zurück zum vielleicht letzten Video von Timegate Night Chase mit mir, Buster Flex. Wie ihr vielleicht wisst, wir sind im Unterschlupf von Wolfram angelangt. Juliette muss irgendwo hier sein. Im Nebenraum gibt es eine Tür, die durch ein Pentagramm geschützt ist und die wir öffnen müssen. Wir haben hier in diesem Alchemielabor ganz viele verschiedene Zutaten gefunden und ein Buch, das besagt, wie man Türen öffnen kann. Ich versuche das jetzt mal. Wir haben alle Zutaten. Ich habe mir das aufgeschrieben, was ich machen muss. Wir brauchen zuerst einen Schock Bleikörner. Dann brauchen wir Zinnpulver. Ich glaube, wir müssen wirklich auf die Zusammensetzung achten. Dann kommt Weihwasser. Das ist hier. Und einen kleinen Schoppen von Antimonpulver. Und damit sollten wir die Tür öffnen können. So, jetzt brauche ich, um das Pentagramm zu bannen, noch was. Das finde ich nämlich hier. Wenn ich das angucke hier, gibt es noch eine brennende Fackel. So, gehen wir hier entlang. So, da hier finden wir... ja, nicht so nahe, denn wenn wir das Pentagramm berühren, sterben wir sofort. Und jetzt können wir mit einem Fackel da dieses, okay, er sagt, er steht nicht davor. Was soll das heißen? Kann ich das nicht einfach benutzen? Kannst du, okay, ich glaube, ich gehe da, ich muss von der Seite ein wenig gehen. So. So, ich mag mich nicht töten. So, ja, genau. So können wir das Pentagramm neutralisieren. Sehr gut. Und jetzt können wir auch hier entlang. Und was sehen wir hier? Ein geschlossenes Buch. Und wir versuchen, dieses Buch zu öffnen mit unserer Zaubertrankmixtur. Und das scheint zu funktionieren. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht gerade wieder. Und beide Türen gehen auf. Ich speichere ab. Aus Sicherheit. Ich speichere mal hier rüber. Und mal gucken, was... diesen Raum, ich hab Angst, hey. Hey, Juliette! Oh Gott, da ist Juliette und sie sehen ziemlich krank aus. Kann ich mich hier umsehen? Ist irgendein Zeitlimit? Nein, das ist nichts Besonderes. Kann ich da was rausnehmen? Ist da... oh Gott, das sind überall Augen, die mich beobachten. Das scheint nichts Besonderes zu sein. Da gibt's doch irgendwas. Siegel des Templers. Das nehme ich doch mal schnell mal zu mir. Was gibt's hier? Was ist hier? Guck dich mal hier um. Was ist das? Nicht so. Klares Wasser. Wir haben ja einen Kübel. Und können den sicher mit einem Seil... ich nehme dieses Wasser. Jetzt. Ja. Jetzt versuchen wir das da hier über die arme Juliette zu gießen. Du musst es über Juliette gießen und auch nicht putzen damit. Okay, er macht irgendwas. Es ist lange her, dass ich es gespielt habe. Da wäre ich noch ein Teenager. Das ist schon mal gut. Sie ist nicht mehr krank und nicht mehr in diesem Bann. Hmm.
glaube, ich wäre eher beunruhigt. Hier. Seid ihr William? Lasst euch nicht täuschen, Ritter. Ich bin der Schatzwächter der Tempelherr. Als ich euch vorhin von hinten sah, dachte ich, es handle sich um einen Dieb. Nehmt diesen Schatz. Er ist von Rechts wegen der Eure. Er wird euch reicher machen als jeden anderen Herrscher auf Erden. Pfui. Alles ist dein, Herr. Nimm deine Schätze in Besitz. William! Hoi, da kommen wieder Monster. William! William! Ich speichere ab, denn es ist eine Falle. Wir dürfen das Geld nicht nehmen. Sofort speichern. Ich möchte nicht ablosen. Okay, sie ist einen Handschuh holen gegangen. Jetzt probieren wir. Weg. Ich will nicht zu dir. Wo ist sie hingegangen? Wo ist die Juliette schon wieder hin? Ist sie hier? Wo ist Juliette? Okay, Juliette ist irgendwo hingegangen. Wahrscheinlich ist sie schon hoch. Huiuiuiui. Dämone, weiche von mir. Geh nach oben. Juliette ist wahrscheinlich nach oben gegangen. Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Puh, das ist so dumm. Gucken wir uns das Ganze an. Wolfram muss beseitigt werden. Ja, Gott. Was muss ich machen? Ich glaube, ich habe eine leise Ahnung. Ich darf ja nicht über dieses Kreuz gehen. Und... okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Wenn ich mich nicht täusche. So. Ah, nicht hier. Hier muss ich hin. Vielleicht habe ich auch alles falsch gemacht. Ich weiß es im Moment nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch was anderes mit dem Handschuh machen muss. Ich gehe mal hier entlang. Wir werden es jetzt gleich sehen. Was ist das hier? Was ist das hier? Sag doch irgendwas hier dazu. Das sieht komisch aus. Man sieht das verschieben. Ja, das muss ich verschieben. Ich speichere mal ab, um zu wissen, dass ich nicht alles falsch mache. Ich glaube, ich muss das vor das kaputte Fenster schieben. So, ich glaube, ich muss das Ganze hier verschieben, und zwar vor das Fenster. Ja. Oder muss ich es aufs Kreuz selber schieben? Ui. Oh oh. Adieu, Wolfram, Mönch der Unterwelt. William, schnell! Sieh diesen Handschuh an! So.
Flügel der Tempel noch zuerst angemacht. Oh. Oder liebe Bärwald. Oder ist es jemand anderes? Ich glaube, es ist Bärwald, dieser Vogel. Nee, natürlich nicht. Es ist Wolfram. Ja, meine Freunde. Wir haben das Spiel geschafft. Es ist lange, lange her, dass ich es gemacht habe und ich habe damals oft meiner Schwester zugeguckt. Ich habe es nicht immer selber gespielt und ich bin froh, dass ich es doch geschafft habe, nach vielem Gefluche bei diesen Kämpfen. Hier seht ihr nochmal ein paar Ausschnitte. Was ich bis jetzt nicht kapiert habe, sind diese Hologrammdisketten, die wir gefunden haben, oder diese Hologrammscheiben. Weil das Ganze, wie auch am Schluss, als ich und Juliette, also Williams und Juliette durch die Luft geflogen sind, über der ganzen Komturei, sah es aus wie eine Illusion aus einem Jo. Das ist ganz speziell. Ich kann es nicht genau sagen, ob es jetzt einfach so ist oder eine Illusion. Oder schwierig. Eigentlich hätte das ganze Jahr eine Trilogie werden sollen. Und das ist der erste Teil. Und leider gab es die zwei weiteren Teile nie. Weil im Intro, wenn ihr euch erinnern mögt, ist da ja noch nie jemand anders, der sich Sid nennt. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns bei einem neuen Let's Play. Irgendeinem neuen. Vielen Dank.